Willkommen zu der Vorlesung, was andere Sprachen anders machen. Mein Name ist Manfred Krifka. Ich bin Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Den Titel dieser Vorlesung habe ich einer Ausstellung entlehnt, die im Jahr 2018 am Museum für Kommunikation hier in Berlin zu sehen war, was fremde Sprachen anders machen. Es war eine sehr schöne Darstellung von Wegen, wie andere Sprachen vom Deutschen abweichen können. Und genau das wollen wir hier auch tun. Ein Blick über den Tellerrand unserer eigenen Sprache oder der Sprachen, die wir kennen, hinaus wagen. Wir wollen erkennen, wie Sprachen voneinander abweichen können und worin das Deutsche vielleicht besonders typisch ist. Es ist auch eine leichte Einführung in die sprachtypologische Forschung, wobei der Fokus weniger auf den Methoden als auf den Resultaten liegt. Ich hoffe, dass ich damit in Ihnen eine Wertschätzung für die sprachliche Vielfalt auf der Erde erzeugen kann, auch ein Wissen um die Bedrohtheit von Sprachen, denn viele Sprachen sind dabei auszusterben und werden in vielen Fällen mit Sicherheit in den nächsten 10, 20, 30 Jahren oder bis zum Ende dieses Jahrhunderts ausgestorben sein. Wir beginnen mit dem Genus, dem grammatischen Geschlecht. Im Deutschen gibt es bekanntlich drei Genera: Maskulin, Feminin und Neutrum. Das sind Eigenschaften des Nomens, die sich daran zeigen, dass sie mit anderen Ausdrücken kongruieren. Zum Beispiel mit dem Artikel. Wir haben der Löffel, die Gabel, das Messer. Wir finden auch eine Kongruenz mit Pronomina. Auf den Löffel beziehen wir uns mit er, auf die Gabel mit sie, auf das Messer mit es. Wir finden ebenfalls eine Kongruenz mit Adjektiven. Wir sagen ein kleiner Löffel, eine kleine Gabel, ein kleines Messer. Sie sehen, die Adjektive variieren hier in ihrer Endung jeweils. Wir finden keine Kongruenz bei prädikativen Ausdrücken, zum Beispiel bei prädikativen Adjektiven, die nach der Copula stehen. Wir sagen, der Löffel ist klein, die Gabel ist klein, das Messer ist klein. Wir finden auch keine Kongruenz mit dem finiten Verb. Das Subjekt hat keinen Einfluss auf die Form des finiten Verbs. Der Löffel fällt, die Gabel fällt, das Messer fällt. Das ist jeweils die gleiche Form. Bei Prädikativ Nomina finden wir aber einen Einfluss des Genus. Wir sagen, der Löffel ist ein kleiner, die Gabel ist eine kleine, das Messer ist ein kleines. Das sind gewissermaßen nominale Formen. Die Kongruenz bei prädikativen Ausdrücken finden wir aber in anderen Sprachen, zum Beispiel im Tschechischen. Wir finden zum Beispiel, dass das Subjekt mit dem prädikativen Adjektiv kongruiert. Lžice je malá, der Löffel ist klein. Löffel ist auf Tschechisch feminin und wir finden hier die feminine Endung. Nůž je malý, das Messer ist klein. Wir finden hier eine maskuline Form und eine maskuline Kongruenz. Und wir finden auch, dass das Verb im Präteritum mit dem Subjekt kongruiert. Zum Beispiel in Lžice spadla, der Löffel ist gefallen. Hier finden wir eine feminine Kongruenz. Nůž spadl, das Messer ist gefallen. Hier finden wir eine maskuline Kongruenz. Die Art und Weise, wie ich hier die sprachlichen Formen angebe bei fremdsprachlichen Beispielen, folgt einem Regelwerk, den sogenannten Leipzig Glossing Rules. Ich habe hier auch die Referenz hier angegeben, die am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig entwickelt worden ist und die ich hier verwende. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gehen Sie auf diesen Link oder sehen Sie sich in der englischsprachigen Wikipedia den Eintrag zur Interlinear-Glossierung an. Stellen wir uns mal die Frage, ob alle nominalen Ausdrücke im Deutschen ein Genus haben. Sie können das Video kurz anhalten und darüber nachdenken. Nun ja, die Pronomina der ersten und zweiten Person, ich und wir und du und ihr, haben im Deutschen kein Genus. Man kann sich mit ihnen auf weibliche und auf männliche Personen beziehen.
Und ich habe hier nach nominalen Ausdrücken gefragt und das sind sicher auch nominale Ausdrücke. Je nach Bezug, ob ich mich jetzt auf eine Frau oder einen Mann beziehe, kann ich durch Appositionen natürlich noch ausdrücken, um was es sich handelt. Also ich kann sagen, ich Idiot, wenn ich mich selbst meine als Mann oder wenn ich eine Frau werde, könnte ich sagen, ich Idiotin. Ich kann sagen, hey du Schöner oder hey du Schöne und mich da auf das Genus des Angesprochenen, der Angesprochenen beziehen. Aber am Pronomen selbst kann man diese Genusunterschiede nicht festmachen. In anderen Sprachen kommen solche Genusunterschiede aber durchaus vor. Zum Beispiel im Spanischen, da kann man unterscheiden bei der ersten Person Plural zwischen nosotros und nosotras, also für Maskuliner und Femininer, und ähnlich für die zweite Person Plural vosotros und vosotras. Das ist so entstanden, dass die Pronomina sich expandiert haben durch die ursprünglichen Formen nos und vos, die man da auch noch sieht, plus dem Adjektiv für andere, also wir anderen und ihr andere. Und diese Adjektive zeigten eben diese Genuskongruenz und die haben sie gewissermaßen in das Pronomensystem in der Spanischen jetzt eingeführt. Ähnlich auch im Hebräischen, und zwar im Singular und im Plural. Also ada und ad für zweite Person Singular Maskulinum und Femininum und adem und aden für zweite Person Plural Maskulinum und Femininum. Genusanzeige in der ersten Person Singular kommt sehr selten vor. Ein Beispiel, das häufig angeführt wird, ist das Thai. Da kann man unterscheiden zwischen Pom, also erstes Singular Maskulin und Dijan, erstes Singular Feminin. Der Status als Pronomen ist hier aber nicht so ganz klar. Pronomina werden im Thai wie in anderen südostasiatischen Sprachen oft weggelassen. Es handelt sich vermutlich hier um eine etwas andere, eher appositive Ausdrucksweise. Ein zweiter Bereich, wo man sich fragen kann, ob es immer Genera gibt, sind Pluralausdrücke im Deutschen. Im Deutschen haben wir bekanntlich einen Zusammenfall, einen Synkretismus, wie das auch heißt, der drei Genera. Wir sagen die Löffel, die Gabeln, die Messer und unterscheiden da zumindest im Nominativ nicht zwischen den drei Genera. Und hier kommt dann die Frage auf, ja, was passiert, wenn wir ein Pluralium tantum haben, also ein Wort, dass es nur in der Pluralform gibt. Es gibt einige solche Wörter, Kosten gehört dazu. Das berühmteste oder das häufigste ist wohl Leute. Da gibt es keine Singularform. Leut gibt es nicht im Singular. Und da stellt sich die Frage, ist Leute maskulin, feminin oder neutrum? Auch da können Sie das Video anhalten und zunächst mal nachdenken. Nun, wir haben vielleicht einen Hinweis, dass Leute eventuell doch eher maskulin ist, auch wenn man das nur sehr indirekt sieht. Wir sagen einer von den Leuten. Eine von den Leuten ist etwas merkwürdig, obwohl sich hier der Sprachgebrauch sicher auch gerade wandelt. Das wäre dann ein Hinweis, dass Leute durchaus auch einem Genus zugehört. Wenn Sie hier keinen Unterschied zwischen diesen beiden Formen finden, dann wäre Leute eigentlich ein Nomen, das im Deutschen kein Genus hat. Wie kommt ein Nomen eigentlich zu seinem Genus? Ja, bei Nomina, die Menschen oder höhere Tiere bezeichnen, also den Animaten, ist das einfach, wenn wir uns auf ein männliches Lebewesen beziehen, verwenden wir die maskuline Form, deswegen heißt sie so. Wenn wir uns auf ein weibliches Lebewesen beziehen, die feminine. Für andere Nomina, die Inanimaten, scheint die Genuszuordnung zunächst mal arbiträr zu sein. Vielleicht ist da die Evidenz von deutschen Dialekten relevant, die manchmal abweichende Genuszuordnung zu
also anwenden, wie zum Beispiel im Bayerischen heißt es der Butter und nicht die Butter. Es heißt der Telefon, nicht das Telefon. Aber wir finden, dass auch bei Nomina, die sich auf menschliche Lebewesen beziehen, manchmal eine abweichende Genuszuordnung vorgenommen wird. Bekannt sind die Neutra, die sich auf Frauen beziehen, wie Weib, Mädchen oder Fräulein. Etwas weniger bekannt, dass es auch Maskuliner gibt, die sich auf Frauen beziehen, also der Vamp, der Blaustrumpf, der Hausdrachen etwa. Und einige Feminina, die sich auf männliche Personen beziehen, wie die Memme oder die Schwuchtel. Geschlechtsneutrale Nomina können hingegen allen drei Genera zugehören: Mensch, Maskulin, Person, Feminin, Kind, Neutrum zum Beispiel. Auch das Pronomen niemand, das als ein Maskulin-Pronomen gilt. Wir sagen ja niemand, der das weiß, kann sich natürlich auf Männer oder Frauen beziehen. Darüber hinaus gibt es eine Verwendung von Maskulina als die unmarkierte Form. Wenn wir einen Preis ausschreiben für den besten Studenten, gibt es eine Lesart, in der Studentinnen und Studenten mitgemeint sind. Bei einem Preis für die beste Studentin werden in der Regel nur weibliche Studentinnen gemeint. Sie wissen sicher, dass derzeit gerade eine sehr intensive Debatte sich vollzieht über wie man, ja, ob das generische Maskulinum wirklich generisch ist und so verstanden wird. Und dass es verschiedene Formen gibt, Vorschläge gibt, anzuzeigen, dass beide Bezugsformen mitgemeint sind, wie etwa in Studentin, Studentin mit dem Sternchen, mit dem Unterstrich oder mit dem Doppelpunkt. Das ist lokal nachvollziehbar. Das Problem ist hier natürlich, dass es zu komplexen Kongruenzformen gibt. Zum Beispiel müsste ich sagen, ein Preis für den, die beste Studentin, zum Beispiel, um das auszudrücken in einer Form, die das generische Maskulinum vermeidet, was ich zuvor mit einem Preis für den besten Studenten ausgedrückt habe. Ich kann natürlich auch sagen, ein Preis für den besten Studenten oder die beste Studentin und kann dann explizit ohne Kongruenzprobleme beide Bezugsgeschlechter gewissermaßen explizit machen. Wir finden eine Verwendung der femininen Form als unmarkierte Form bei manchen Haustieren oder Nutztieren. Wir sagen zum Beispiel die Katze und meinen damit Kater mit. Wenn ich sage, ich habe eine Katze oder wenn ich Sie frage, haben Sie eine Katze zu Hause und Sie haben einen Kater, können Sie nicht sagen, nein, ich habe einen Kater. Sie müssen sagen, ja, einen Kater. Bei Ente ist es ähnlich. Also wir sagen die Ente und meinen da die männliche Ente mit, obwohl es hier auch einen speziellen Ausdruck gibt, Erpel. Oder auch bei der Gans, auch hier haben wir die Form Gänserich, aber wenn wir sagen, es gibt auf der Wiese 20 Gänse, meinen wir die männlichen natürlich auch mit. Wenn wir uns jetzt andere Nomina anschauen, die inanimaten, finden wir, dass die Genuszuordnung keineswegs völlig zufällig ist. Wir haben zum einen Kriterien, die sich auf die Gestalt, die Wortgestalt, die Lautgestalt des Wortes beziehen. Ich nenne sie mal hier phonologische Kriterien. Zum Beispiel sind einsilbige Nomina im Deutschen mit hoher Wahrscheinlichkeit maskulin. Einsilbige Nomina auf Ur oder Ür sind aber feminin, wie etwa Kur, Kür, Tür, Mur, Schnur und so weiter. Nomina auf Kn sind maskulin. Die haben auch etwas semantisch gemeinsam. Die beziehen sich oft auf etwas Dickes, auf etwas, was zusammengeht und so. Man nennt sie auch Phonesteme. Beispiele sind Knall, Kneif, Knick, Knatsch, Knast, Knopf, Knilch, Knoten, Knödel. Alles maskuliner. Knie ist eine Ausnahme, also das Knie. Aber sonst finden wir, dass diese Wörter sehr oft maskuliner sind. Es gibt auch morphologische Kriterien.
Also die morphologisch komplexen Wörter sind oft im Genus durch bestimmte Bestandteile bestimmt, zum Beispiel durch die Suffixe. Ich habe hier einige Beispiele, Wörter auf, die mit dem Suffix ich, o oder and enden, sind maskuliner. Also Teppich, Bottich zum Beispiel sind maskuliner. Wörter, die auf ei, ung, ion oder in enden, sind femininer. Also Bäckerei, Plauderei sind femininer. Oder Schneiderin, Ärztin, das sind femininer. Also Ableitungen, die sich auf weibliche Personen da beziehen. Die wurden auch durchaus für Namen verwendet. Zum Beispiel ist die Dichterin Anna-Luisa Karsch als die Karschin bezeichnet worden. Wörter, die mit dem Suffix ren, lein, mit dem Präfix g beginnen, Wörter, die mit tum enden, sind neutra, wie etwa Mädchen, Zicklein, Gewölk, Brauchtum, Werkzeug, Apartment. Diese morphologischen Kriterien und auch die Phonestem-Kriterien sind gemischt. Die haben auch gewisse Bedeutungskomponenten natürlich. Also hier sagt sowohl die Form als auch die Bedeutung aus, dass ein Nomen ein bestimmtes Genus haben sollte. Neben dem wichtigen Kriterium des natürlichen Geschlechts gibt es noch weitere semantische Kriterien, die für die Genuszuordnung eine Rolle spielen. Und ich will kurz mal darauf eingehen. Das bezieht sich im Wesentlichen auf Forschungen von Köpke und Zubin, hier in einem Handbuch, wo das Deutsche gewissermaßen aus der typologischen Perspektive betrachtet werden soll und das ich Ihnen auch nahelege. Auch die anderen Artikel sind hier sehr spannend. Zum Beispiel sind Namen von Jahreszeiten, Monaten und Tagen maskuliner. Der Herbst, der Mai, der Mittwoch, das ist besonders interessant, weil hier das E weggefallen ist. Die Woche ist ja feminin, aber der Mittwoch ist maskulin, wie die anderen Tagesbezeichnungen, der Montag, der Dienstag und so weiter ebenfalls. Namen von Winden und Niederschlägen sind ebenfalls maskuliner. Der Föhn, der Regen, der Schnee, der Tau etwa. Namen chemischer Stoffe sind meist neutra, wie das Eisen, das Brom. Es gibt Ausnahmen wie der Schwefel, die Bronze zum Beispiel. Namen von Erd- und Gesteinsarten sind ebenfalls meist maskuliner, der Granit, der Sand, der Ton und so weiter. Wir haben aber die Kreide. Namen von Bäumen und Blumen sind meist femininer, die Ulme, die Eiche etwa, die Nelke, aber wir haben der Ahorn. Allgemeinbegriffe sind öfter neutra, als es im Schnitt zu erwarten wäre. Das Rind versus die Kuh, der Stier, das Land, das Wetter, das Obst versus der Apfel, die Birne, die Banane. Nun, eine interessante Sache ist, dass extrovertierte Affektbegriffe, also Begriffe, die sich auf extrovertierte Affekte beziehen, oft maskuliner sind und solche, die sich auf eher introvertierte beziehen, femininer sind. Am dramatischsten sieht man das an Nomina, die mit -mut enden. Normalerweise würde man ja erwarten, dass sich durch das Suffix das Genus des Nomens bestimmt und Mut, der Mut sollte maskulin sein. Wir finden aber Formen wie Mut, Hochmut, Übermut, Unmut, Wankelmut, Wagemut, das sind tatsächlich maskuliner. Aber Wehmut, Schwermut, Ahnmut, Sanftmut, Demut, Langmut, also die Wehmut, sind femininer. Und Sie sehen hier durchaus einen semantischen Unterschied. Also die ersteren sind eher extrovertiert. Ich will mich jetzt auf die Bezeichnung nicht festlegen, aber sie bedeuten jedenfalls etwas anderes als die zweite Gruppe, die als eher introvertiert bezeichnet wird. Das semantische Kriterium des natürlichen Geschlechts setzt sich nun manchmal gegenüber dem grammatischen Geschlecht durch. Zum Beispiel Mädchen als Neutrum kann durchaus mit einem femininen Pronomen aufgegriffen werden. Also da schlägt sich das natürliche Geschlecht durch. Auf der Straße kam mir ein Mädchen entgegen. Es trug einen gelben Hut.
das ist okay. Sie trug einen gelben Hut, das ist ebenfalls okay. Das heißt, die Form sie kann hier ebenfalls verwendet werden und sie ist durch das natürliche Geschlecht motiviert. Ich kann auch auf ein Mädchen zeigen und sagen, die da trägt ja einen gelben Hut. Das da trägt ja einen gelben Hut wäre hier sehr seltsam. Wenn wir aber eine enge grammatische Verbindung haben, muss das grammatische Geschlecht beachtet werden, wie etwa in das Mädchen, das einen gelben Hut trug, kam mir entgegen, nicht das Mädchen, die einen gelben Hut trug, kam mir entgegen. Eine weitere Eigenschaft des natürlichen Geschlechts hat Peter Bosch entdeckt. Wenn ich einen Satz habe wie diesen hier, wenn ich mit meinem Sohn und meiner Tochter ausgehen will, dann will er immer in ein chinesisches Lokal und sie in ein türkisches. Ich kann hier also zwischen er und sie durch Betonung unterscheiden, weil sich er eben auf eine männliche, sie auf eine weibliche Person bezieht. Es ist etwas merkwürdig zu sagen, wenn du die Mutter von dem Bolzen lösen willst, musst du ihn festhalten und sie drehen. Das ist ziemlich merkwürdig, weil sich hier das grammatische Geschlecht nur motiviert, weil sich die Pronomen hier nur durch das grammatische Geschlecht motivieren. So, jetzt blicken wir mal über den Tellerrand und sehen uns an, wie sich Genus in anderen Sprachen verhält. Vielleicht stoppen Sie das Video zunächst mal und denken darüber nach, wie sich die Kategorie Genus verhält in den Sprachen, die Sie so kennen. Nun ja, wenn wir uns jetzt das Genus anschauen in den Sprachen der Welt, ich kann natürlich nur einige wenige Beispiele hier bringen, will ich auf dieses wichtige Instrument hinweisen, den World Atlas of Language Structures, WALS, den man hier abrufen kann und der eine Fülle von Informationen zu Hunderten, sogar Tausenden von Sprachen bietet. Also ein ganz wichtiges Instrument. Ich lade Sie also ein, da mal raufzugehen. Das kann ich jetzt hier nicht direkt mit Ihnen machen. Das ist hier das Eingangsportal. Sie sehen hier insbesondere zwei Bereiche, also einmal Features und Chapters. Das sind hier einige, also ich glaube, es sind über 100 Merkmale, grammatische Merkmale und lexikalische Merkmale, phonologische Merkmale von Sprachen, die hier aufgelistet sind. Und dann in Chapters finden Sie Artikel dazu, die also auf diese Merkmale näher eingehen. Für Genus gibt es mindestens drei Einträge, alle von Greville Corbett, der sich, ich glaube, sein ganzes sprachwissenschaftliches Leben lang mit dem Phänomen Genus beschäftigt hat und von dem es auch eine ganze Reihe von Spezialarbeiten und Überblicksartikeln und ein Handbuch dazu gibt, also ein Lehrbuch zu Genus gibt. Nämlich zu Number of Genders, Sex-Based and Non-Sex-Based Genders und Systems of Gender Assignments. Es gibt dann auch noch ein oder zwei weitere Artikel, die mit Genus zu tun haben. Ja, wenn Sie auf Features gehen und dann auf Number of Genders, das ist Nummer 39, sehen Sie diese Sprachkarte. Jeder Punkt steht hier für eine Sprache. Sie können da drauf klicken und dann sehen, um welche Sprache es sich handelt. Natürlich werden Sprachen in größeren Gebieten gesprochen und jeder Punkt steht da in der Mitte des Sprachgebiets. Der hier angekreiste Punkt ist das Russische zum Beispiel. Und Sie sehen hier, dass mit Weiß die Sprachen gekennzeichnet werden, die keine Genera haben. Das sind etwa die Hälfte. Das trifft auch insgesamt so schätzungsweise zu. Die Hälfte der Sprachen der Welt haben kein Genus. Die gelb markierten haben zwei Genera, die orange markierten drei Genera. Dazu gehört das Deutsche. Das wir hier finden, es gibt Sprachen mit zwei Genera, das Französische zum Beispiel, aber auch in Europa Sprachen ohne Genus, das Ungarische etwa, das ich hier mit Violett angekreist habe.
Sie sehen aber auch, dass es Sprachen mit vier oder fünf oder auch mehr Genera gibt. Vor allem in Afrika kommen die sehr häufig vor, wie Sie sehen, also im südlichen Afrika. Das sind vor allem Bantusprachen, aber auch westatlantische Sprachen. Und sie kommen ebenfalls vor in Sprachen etwa im Norden von Australien. Sie sehen also eine große Spannbreite von Sprachen ohne Genus und mit Genera bis zu über 20 Genera, vor allem hier im westatlantischen Bereich und im Bantu-Bereich. Und wenn Sie dann auf den zugehörigen Artikel gehen, finden Sie nähere Informationen. Hier zum Beispiel der Anfang des Artikels von Greville Corbett, der diesen Beitrag hier geschrieben hat, zur Definition des Genus und welche Genera vorkommen und so weiter. Das sind kurze, knappe Artikel, die durchaus für Sie gut lesbar sein sollten. Schaut man sich die Sprachen insgesamt an, findet man, dass Genus entweder häufig in den Sprachen einer Sprachfamilie auftritt oder eben selten oder gar nicht. Das heißt, es wird in Sprachen vererbt. Wenn eine Ursprache ja einer Sprachfamilie ein Genus hat, dann stirbt das nicht so schnell aus, gewissermaßen. Sprachen verlieren Genus nicht so leicht, erwerben Genus aber auch nicht so leicht, also eher seltener. Genus ist etwa vertreten in den indogermanischen Sprachen. Mit Ausnahmen, also im Persischen und im Armenischen gibt es kein Genus, das ist hier verloren gegangen. In den nordkaukasischen Sprachen, dravidischen Sprachen, afroasiatischen Sprachen, also Arabisch oder Hebräisch, Niger-Kongo-Sprachen, dazu gehören diese Sprachen im südlichen Afrika, den Khoisan-Sprachen, Papua-Sprachen, australischen Sprachen und so weiter. Und Genus tritt nicht auf in den uralischen Sprachen, dazu gehört Ungarisch und Finnisch etwa, in den altaischen Sprachen, Türkisch, im Baskischen, in den kartvelischen Sprachen, also im Georgischen etwa, in den paläosibirischen Sprachen, in den tibeto-birmanischen Sprachen, Chinesisch etwa, in den austronesischen Sprachen, Tagalog etwa und so weiter. Der World Atlas of Language Structure gibt uns aber auch Aufschluss darüber, welche semantischen Merkmale in Genussystemen auftreten. Und hier fällt es auf, dass es nicht immer maskulin und feminin sein muss, die eine Rolle spielen. In dieser Karte hier wird mit Rot ausgedrückt die Genussysteme, die sich tatsächlich auf maskuliner und femininer berufen können, also die unterschiedliche Genuszuweisungen bei Lebewesen und Menschen vornehmen, je nach dem natürlichen Geschlecht. Die sind hier rot markiert und solchen, die das nicht tun, die sind hier blau markiert. Sie sehen also, dass Maskulin-Feminin-Unterscheidungen durchaus häufig anzutreffen sind, aber durchaus nicht immer. Vor allem die Sprachen im südlichen Afrika, die ja sehr viele Genusunterscheidungen haben häufig diese Unterscheidung gerade nicht. Sehen wir uns einige Beispiele an für die semantische Motivierung von Genera und wir beginnen mit einer typischen maskulin-feminin-Sprache. Das ist das Tamil, einer dravidischen Sprache in Südindien und Sri Lanka. Wir haben ein Maskulin-Genus, das wird verwendet für männliche Personen und Götter und für Himmelskörper. Wie hier das Wort Agni für Mann, für den Gott Shiva, für die Sonne, für den Mond, das sind Maskulina. Wir haben einen femininen Genus, das wird für weibliche Personen verwendet natürlich, sonst hieße es nicht feminin und für weibliche Götter, wie Pen für Frau, Kali für die Göttin Kali und ein Neutrum für alle anderen Nomina, wie zum Beispiel das Wort für Baum, für Haus und so weiter, das sind alles neutra. Das heißt, das ist klarer vorhersagbar als im Deutschen. Es gibt allerdings metaphorische Extensionen. Das Wort für Elefant kann man für Menschen verwenden, aus welchen Gründen auch immer, aus metaphorischen Gründen. Und das ist dann maskulines oder feminines Geschlecht, je nachdem, ob man sich auf einen Mann oder eine Frau mit diesem Wort bezieht. Im
Plural fallen maskuliner und femininer zusammen, zu einer Klasse, die man als rationale Wesen bezeichnet. Da gibt es dann nur den Unterschied zwischen maskulin, feminin, also Zusammenfall auf der einen Seite und neutral auf der anderen Seite. Man nennt das Synkretismus, Zusammenwachsen, Zusammenfall gewissermaßen dieser Formen. Von Indien gehen wir jetzt nach Australien zu der Sprache Dirbal, einer kleinen aussterbenden Sprache, die in Queensland gesprochen wird. Die Sprache kennen wir durch eine berühmte Grammatik von Robert Dixon aus dem Jahr 72. In dieser Sprache gibt es vier Genera und die spielen vor allem die Rolle, dass sie eine Kongruenz mit dem Determinator, also mit dem Artikel gewissermaßen ausdrücken. Der Artikel drückt auch aus, ob das Referenzobjekt weit weg ist, also distal ist oder nahe, und ob es sichtbar ist oder nicht sichtbar. Und dann wird eben auch noch Genus ausgedrückt. Zum Beispiel haben wir hier den Satz Bayi Nyuma Bananganyu. The father returned oder father returned. Also Bayi ist der Artikel. Nyuma ist Vater und Bananganyu ist zurückgekommen für eine Nicht-Futur-Bedeutung. Das heißt, Präsens und Präteritum werden hier zusammengefasst zu einem Nicht-Futur. Und dieser Artikel Bayi drückt aus, dass das Referenzobjekt weiter weg ist, dass es aber sichtbar ist. Bei dem Satz Balan Yabu Bananganyu, also die Mutter ist zurückgekommen, die Mutter kommt zurück, haben wir hier einen anderen Artikel Balan. Also wir haben hier auf der einen Seite das Baye-Genus und auf der anderen Seite das Balan-Genus, so werden die auch genannt. Nun, diese vier Genera sind semantisch motiviert. Ich habe hier nur zwei gezeigt, die anderen kommen gleich. Das Baye-Genus wird verwendet auf Männer, Kängurus, Opossums, Fledermäuse, viele Schlangen, Fische und Insekten, einige Vögel, für den Mond, für Stürme, für Regenbogen, für den Regenbogen, für den Bumerang und einige Speere. Es gibt also unterschiedliche Speertypen. Das Balan-Genus wird verwendet für Frauen, offensichtlich für die Mutter, für Beutelratten, Hunde, für das Schnabeltier, für einige Schlangen und Fische, für viele Vögel, Leuchtkäfer, Skorpione, Grillen, Dinge, die mit Feuer oder Wasser zu tun haben, die Sonne, Sterne, einige Speere, Schilde, einige Blumen. Das Balam-Genus wird verwendet für nichtfleischliche Nahrung und für Honig zum Beispiel, für essbare Früchte. Und das letzte, das Bala-Genus, wird verwendet für Körperteile, Fleisch, Bienen, Wind, Yams, also nicht fleischlich, aber das eben in diesem Genus, wiederum für einige Speertypen, für viele Bäume und Kletterpflanzen, Gras, Steine, Geräusche und Sprache. Sie finden hier also eine semantische Motivation, die eine maskulin-feminin-Unterscheidung mit einschließt, aber weit darüber hinausgeht. Ist so ähnlich wie das Deutsche vielleicht auch, aber eben mit vier Genera. Wir gehen von Australien auf die nördlich gelegene Insel Papua-Neuguinea oder Neuguinea. Ja, Papua-Neuguinea ist ja der Staat. Und hier gibt es eine Sprache Kilmeri, die zu der Border-Familie, einer kleinen Sprachfamilie, gehört. Sie wurde von Claudia Gerstner-Link untersucht. Hier ist der Ort nah an der Grenze zu Irian Jaya. Hier gibt es Genusunterscheidungen nur bei Wörtern in der Fauna- und Flora-Bezeichnung, also bei Tieren und bei Pflanzen. Und das sind hier die Klassen und die jeweiligen Genusmarkierungen am Nomen selbst werden die markiert. Sie sehen hier eine ganze Reihe von Klassen für Tiere, für fliegende Vögel, die da unterschieden werden, für schwimmende Tiere, für Eidechsenarten, für Insekten, für Schlangen, für Bäume und Hölzer, für Lianen und Kletterpflanzen, für essbare Pilze, für Bananen und für die Sagopalme, die eine sehr wichtige Rolle in der
Ernährung spielt. Wir gehen weiter zu der Sprache Dakaka. Wir bleiben gewissermaßen in der Region. Sie wird in der Inselgruppe Vanuatu gesprochen. Sie ist untersucht worden von Kilo von Prinze. Hier gibt es ein eingeschränktes Genussystem, insofern als sich das Genussystem nur bei possessiven Ausdrücken zeigt. Besitz wird auf verschiedene Weise ausgedrückt. Zum einen gibt es eine Klasse von Nomina, die selbst flektiert werden nach dem Besitzer. Das sind sogenannte relationale Nomina, also Körperteile, Ausscheidungen wie Schweiß etwa oder Verwandtschaftstermini. Zum Beispiel das Wort für Kopf existiert in Formen wie Betuk, das ist mein Kopf, Batom, das ist dein Kopf und so weiter. Daneben gibt es aber auch, oder die meisten Nomina sind nicht dieser Art, aber die besitzanzeigenden Ausdrücke klassifizieren diese Nomina nach bestimmten Kriterien. Zum Beispiel Nomina im Bereich Haus, also das Wort für Haus, das Wort für Matte, für Schlafmatte, das Wort für Wasser. Wasser hat mit dem Haus zu tun, weil das Regenwasser am Hausdach gesammelt wird, haben eine Anzeige des Besitzes durch M-Wörter, wie etwa Mok M ist mein Haus, Man M, Mam M ist dein Haus und so weiter. Nomina im Bereich der Nahrung haben das besitzanzeigende Wort Ok, also Ok Mies ist ist meine Nahrung, Om Mies ist deine Nahrung und so weiter. Und die Restklasse sind alle anderen Nomina, die haben besitzanzeigende Wörter mit S, wie etwa Sok Apalutien ist mein Kanu, Som Apalutien ist dein Kanu. In benachbarten Sprachen gibt es noch mehr Distinktionen dieser Art. Ich habe hier einen Artikel, der das näher ausführt. Zum Beispiel in der Sprache im Norden Amrums, der Insel, wo auch Dakaka gesprochen wird, haben wir Klassen für Flüssigkeiten, dazu gehört dann auch das Haus, wie ich schon erläutert habe, mit dem Wort für Wasser, für Essen, für Körbe, für Feuer und für andere Ausdrücke. Wir gehen jetzt nach Afrika, genauer gesagt nach Ostafrika und sehen uns die Sprache Swahili an. Swahili ist eine Bantu-Sprache und gehört zu diesen Sprachen, die sehr viele Genusunterscheidungen aufweisen. Solche Sprachen werden auch Nominalklassensprachen genannt. Das wurde früher zumindest verwendet, wenn wir ein Genussystem haben, das Maskulin, Feminin nicht als unterscheidende Merkmale besitzt, aber es handelt sich letztlich auch nur um ein Genussystem in dem Sinn. Im Swahili werden die Genera der Nomina angezeigt durch Präfixe am Nomen. Das trifft jedenfalls bei den meisten zu und spielen dann in der Kongruenz eine Rolle. Hier habe ich hier ein Beispiel, ein Satz mit der Bedeutung The small child read the big book. Und he or she, es gibt ja keinen Genus im Sinne von Sexusunterscheidung, liked it. Sie sehen hier, Mdoto Mdogo Alikisoma Kitabo Kikubwa. Das M hier ist ein Anzeichen der Genusklasse 1 und Mdoto heißt Kind. Die Kongruenz wird am Adjektiv ausgedrückt, wie im Deutschen eigentlich auch. Mdoto Mdogo ist das kleine Kind. Das Verb ist hier alikisoma. Das Verb konkurriert mit dem Subjekt, jetzt nicht durch das Präfix m, sondern durch ein Präfix a, das aber auch diese Klasse ausdrückt. Kitabu Kikubwa, das große Buch. Kitabu gehört der Klasse 7 an, was durch das Ki hier ausgedrückt wird, hier angezeigt wird. Und das Adjektiv konkurriert mit dem Buch, also Kitabu Kikubwa, das große Buch. Das Objekt kann auch mit dem Verb konkurrieren. Hier haben wir das Ki-Präfix als Objektspräfix am Verb. Ja. Wir können im Text dann weiter darauf Bezug nehmen.
Jule Alekipenda Hiki. Jule ist ein fakultatives, also weglassbares Pronomen, das Distanz ausdrückt, also jenes Kind, aber auch die Klasse 1, was hier durch you ausgedrückt wird. Alekipenda, wir haben das schon gesehen, also Klasse 1 und Klasse 7 wird hier angezeigt. Und das Buch wird ausgedrückt durch ein Demonstrativ, eben auch Hiki, das ist ein proximates, also naheliegendes Objekt. Und die Klasse 7 wird ebenfalls angezeigt. Ja. Wenn ich das Ganze jetzt in den Plural setze, ändert sich das Präfix aus m wird wa. Wir haben also watoto wadogo, wali wisoma, aus dem ki wird wie, vitabo wie Kupfer. Ja. Und wir sehen hier die Kongruenz am Verb ebenfalls, die ist hier im Plural gleichlautend, hier wa. Und das Objektspronomen hier oder die Objektskongruenz hier wird durch wie ausgedrückt. Und auch im zweiten Satz sehen wir jetzt die Klasse 2, also die Pluralklasse zu der Klasse 1, vale, vali, vibenda, hivi. Ja, Sie sehen hier also, dass wir eine Kongruenz haben, die sich durch den ganzen Satz gewissermaßen durchzieht. Sehr viel mehr eigentlich als im Deutschen. Ja, wenn wir uns jetzt diese Klassen anschauen, wir haben jetzt hier zwei Klassen gesehen, nämlich oder eigentlich vier Klassen, die Klasse 1 und 2 und die Klasse 7 und 8, also die M-Wa-Klasse und die Ki-Wi-Klasse. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Klassen. Also die M-Wa-Klasse ist für Menschen reserviert, aber auch für bestimmte Tiere, die Allgemeinbegriffe Tier, Nyama und Insekt, Mdudu gehören dieser Klasse an. Die Klasse 3 und 4, das sind immer Singular- und Pluralklassen, wird durch M und Mi ausgedrückt. Das sind Bäume, Pflanzen, aus Pflanzen gemachte Dinge, ungewöhnliche Tiere wie Aale, Schwertfische etwa, langgestreckte Dinge und solche mit Kraft wie der Pfeil, aber auch das Wort für den Propheten, also für Mohammed zum Beispiel. Mtume gehört dieser Klasse an. Da wird wohl ausgedrückt, dass der Prophet nicht ganz selbstständig ist, sondern dass er von Gott gesandt ist, gewissermaßen. Dann die G-Ma-Klasse. Das G tritt nur bei einsilbigen Nomen auf, also Wörtern, die einen einsilbigen Stamm haben. Das wird verwendet für Pflanzenprodukte, für Blätter, für Dinge mit blattähnlicher Form, für Früchte, für klumpige Dinge, viele Lehnwörter sind auch in dieser Klasse, für Augmentative, die also größere Dinge ausdrücken, das Gegenteil von Diminutiven, und für einige Nomina, die von Verben abgeleitet werden, wie etwa Mpigo, von dem Wort Piga für Schlagen abgeleitet. Und die Ma-Klasse wird auch für Flüssigkeiten verwendet, für das Wort für Wasser etwa, Maji. Die Kiwi-Klasse haben wir eben schon gesehen. Das ist eine Klasse für kleine Artefakte, auch für Diminutive. Sie wird auch verwendet für behinderte Personen, wie etwa Kipofu, der Blinde, für Krankheiten von Körperteilen, aber auch für Ausdrücke der Art und Weise. Die Sprache Swahili heißt etwa Kiswahili auf Swahili, die Sprache Deutsch heißt Kijerumani. Die UN-Klasse ist eine Art von Restkategorie. Die NN-Klasse, sollte ich sagen, ist eine Art von Restkategorie. Da finden sich viele Tiernamen. Oft findet man das N hier gar nicht als Präfix mehr. Sie enthält auch die meisten Lehnwörter. Die UN-Klasse, das ist die Klasse 11 und die Klasse 14 und 10, da gab es einen historischen Zusammenfall von zwei Klassen. Das sind Klassen für lange Objekte oder auch breiartigen Substanzen, da gab es eben diesen Zusammenfall. Unwele ist das Haar etwa, Uji ist der Brei und Bu ist eine Klasse für Abstrakta,
die also auch da mit zusammengefallen ist. Dann gibt es die Q-Klasse, das sind deverbale Nomina, also Nomina ja, Agentis, wie etwa Kupiga, das Schlagen. Und dann noch drei Klassen, die für lokative Beziehungen verwendet werden. Die Pa-Ku-Mu-Klasse für an einem Ort sein, zu einem Ort gehen und in einem Ort sein. Sie sehen hier also eine ganze Reihe von Klassen, die zum Teil auch adverbiale Verwendungen haben. Wir haben gesehen, dass es für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse semantische Kriterien gibt und darüber ist viel geschrieben und viel geforscht worden. Ich werde als Illustration mal einen Vorschlag von Cotino Morava bringen und hier nur eine Klasse mir anschauen, nämlich die Kiwi-Klasse. Das wird so beschrieben von ihr, dass das eigentlich ursprünglich gewissermaßen Utilitarian Objects small enough to hold in a hand. Es sind also kleine Werkzeuge oder nützliche Dinge, die oft von Menschen hergestellt werden. Das sei die Grundbedeutung hier. Und die ist dann ausgedehnt worden zu kleinen Objekten im Allgemeinen. Und klein können jetzt Artefakte sein oder kleine Tiere sein oder unreife Objekte oder Lebewesen sein, Teile von Dingen sein oder kleine Körperteile sein. Und von dem leiten sich jetzt andere Ausdrücke ab, zum Beispiel, dass Personen mit physischen Einschränkungen, Blinde, Lahme, Taube zum Beispiel, in diese Klasse fallen, fällt darunter, dass sie als nicht ganz vollständig gewissermaßen angesehen werden. Und dass man zum Beispiel auf Ausdrücke der Art und Weise, wie bei Sprachen zum Beispiel, dazu kommt, das ist ja auch verortet gewissermaßen als eine weitere Ableitung, die von dem Begriff von Teilen von Dingen abgeleitet wird. Ja. Wir finden hier also ein Netz von Familienähnlichkeiten, das die Semantik hier begründet für diese Klasse. Ich habe als Beispiel das Wort Kitabu für Buch gebracht. Das ist jetzt nur zufällig in dieser Klasse. Das ist natürlich ein Lehnwort aus dem Arabischen, Kitab, das aber wunderbarerweise auch ein kleines Objekt ist, das man in einer Hand halten kann, das auf diese Weise sehr gut auch von seiner Form nach also in diese Klasse passt und das dann auch im Plural etwa als Vitabu verwendet wird. Ja, das passt also völlig in diese Klasse hier hinein. Wir haben im Deutschen gesehen, dass es jenseits der grammatischen Genera auch einen Einfluss des natürlichen Geschlechts gibt. Also auf ein Mädchen kann man sich mit sie beziehen. So etwas Ähnliches gibt es im Swahili auch. Hier spielt die Animatizität eine Rolle, die sich manchmal gegen das grammatische Geschlecht gewissermaßen durchsetzt. Nomina, die Belebtes bezeichnen, egal in welchen Klassen wir sie finden, also zumindest Tiere, meine ich höhere Tiere, konkurrieren stets wie die Klasse 1-2, also die M-Wa-Klasse. Ja. Zum Beispiel gibt es das Wort Kitoto für kleines Kind, also Mtoto ist das Kind, haben wir schon gesehen. Kitoto wäre das kleine Kind. Die Ki-Klasse hat eben auch die Diminutive, das Kindlein gewissermaßen oder das Kindchen. Aber obwohl das zur Ki-Klasse gehört, sehen wir, dass das nach der M-Wa-Klasse kongruiert. Also Kitoto Mzungu ist das kleine europäische Kind. Aliquenda Scholeni geht in die Schule. Sie sehen hier, es kongruiert nach der Klasse 1, nicht nach der Klasse 7. Oder auch das Nashorn, Kifaru, warum das in der Klasse 7 ist, weiß ich nicht. Das ist sicher nicht klein und man kann es nicht in der Hand halten. Aber es kongruiert auch nach der Klasse 1
Also Kifaro Mkubwa ist das große Nashorn. Ferner werden Nomina die Menschen bezeichnen mit Nani, wer er fragt, und andere Nominalphrasen mit Nini, was. Diese Unterscheidung zwischen wer und was findet man sehr häufig auch in sehr vielen Sprachen, die keine Genusunterscheidung haben, etwa im Baskischen, das keine Genusunterscheidung hat, unterscheiden wir zwischen nor für wer und cer für was. Nun, wir haben Genus jetzt in einer Reihe von Sprachen uns näher angeschaut. Jetzt wollen wir auf das Verhältnis von Genus und Numerus, also der Anzeige der Anzahl, etwas näher eingehen. Wir haben gesehen, dass im Deutschen die drei Genera im Plural zusammenfallen, dass wir also gewissermaßen nur eine Form, die formal dem Femininum entspricht, also die Messer zum Beispiel, haben. Im Französischen ist das nicht der Fall. Da haben wir unterschiedliche Adjektivflexion auch im Plural nach Maskulin und Feminin. Im Telugu, einer dravidischen Sprache, haben wir diese Situation vorliegen. Wir haben zwei Formen im Singular und zwei Formen im Plural. Wir haben aber dennoch drei Genera, denn im Singular fallen Feminin und Neutrum zusammen. Und im Plural fallen Maskulin und Feminin zusammen. Das heißt, obwohl wir jeweils nur zwei Klassen haben, im Singular und im Plural, haben wir dennoch drei Genera. In der nordostkaukasischen Sprache Lak haben wir drei Genera, also drei Formen im Singular und zwei Formen im Plural, und die Zusammenfälle sind hier so angezeigt. Sie sehen also, dass wir insgesamt vier Genusklassen hier haben. Und in der Bantusprache Chipemba, die also mit dem Swahili verwandt ist, haben wir diese Situation. Wir haben im Singular eine ganze Reihe von Klassen, im Plural ebenfalls. Das erste hier, das wäre die Mwa-Klasse etwa, und wir haben hier Zusammenfälle. Hier zwei Zusammenfälle. Ja. So, auf diese Weise sind eben Genus und Numerus verwoben miteinander. Ja, mit dem Genus handelt sich eine Sprache durchaus Probleme ein. Das ist bekannt für das Deutsche. Wir haben schon gesehen, dass es da schwierig ist, eine genusneutrale Form für sowas wie ein Preis für den besten Studenten, ein Preis und für die beste Studentin zu finden. Wir haben ein ähnliches Problem im Französischen beim Bezug auf eine Gruppe, die aus männlichen und weiblichen Personen besteht. Da wird die maskuline Form nicht nur für Gruppen, die aus Männern bestehen, verwendet, sondern auch auf gemischte Gruppen, die aus Männern und Frauen bestehen. Bei der Koordination von Nominalphrasen ergibt sich auch ein Problem, wenn man also zwei Nominalphrasen koordiniert, stellt sich die Frage, welches Genus hat das Konjunkt? Ja. Im Swahili ist es so, dass die Kongruenz des Subjekts mit dem Verb von dem Nomen bestimmt wird, das dem Verb am nächsten steht. Ein Beispiel: Der Stuhl und ein Tischbein sind gebrochen. Stuhl ist Klasse 7, Tischbein Klasse 3. Das Verb gebrochen flektiert nach der Klasse 3. Ja. Anders im Serbischen und Kroatischen, für den Satz Schrecken und Angst erfasste das ganze Dorf. Das Wort Schrecken, also Groza, ist ein Femininum, und das bestimmt nun das Genus des Verbs. Das konkurriert also mit dem ersten Nomen, nicht mit dem zweiten. Das zweite Strach wäre ein Maskulinum. In der Sprache Chipemba, hatten wir ja eben kennengelernt, einer Bantu-Sprache, ist es nun so, dass wenn die zwei Nomina Belebte bezeichnen, wie etwa in diesem Satz hier, der König und der Verrückte sind gegangen,
König ist in der 9. Klasse, ist ein Wort der 9. Klasse. Das Wort für Verrückter ist in der 5. Klasse. Beides sind Belebte. Und wir finden das Verb in der Klasse, die für Belebte typisch ist, also in der 2. Klasse. Das ist eine Pluralklasse. Wenn wir nicht Belebte haben, wie in dem Satz, das Buch und das Bett sind hier. Das Buch ist in der Klasse 7, Ichitabo, ähnlich wie Kitabo im Swahili. Und das Bett ist Klasse 14. Wenn wir die koordinieren, konjugiert das Verb im Singular und zwar in einer Klasse, die eine Art von Ersatzklasse für Nichtbelebte ist, die Klasse 8. Das ist die Pluralklasse von 7 gewissermaßen. Ja, Sie sehen gewissermaßen hier, dass sich die Sprachen mit Genus in Probleme begeben. Sie malen sich gewissermaßen in eine Ecke, wie das in diesem Karton hier ausgedrückt wird, in diesem Bild hier. Die Sprache folgt Regeln und manchmal zwingt sie sich dann in Situationen hinein, die nicht entstehen würden, wenn es weniger Regeln gäbe, gewissermaßen. Ja, und so stellt sich die Frage, warum gibt es Genus überhaupt? Was ist die Funktion von Genus? Was ist der Nutzen? Nun, der Nutzen eines Genussystems liegt sicher vor allem darin, dass es ein System von Pronomina bereitstellt, das Genus ein System von Pronomina bereitstellt, mit dem man sich auf die Dinge beziehen kann, die in einem Diskurs eingeführt worden sind, die Diskursreferenten, wie das auch heißt. Also anaphorische Ausdrücke sind möglich, die sehr differenziert sein können oder die differenzierter sein können, als wenn es kein Genus gäbe. Man nennt dieses Phänomen auch Reference Tracking, wie man die Referenz verfolgt in einem Text. Ja? Ein Beispiel: Maria fotografierte Hans vor dem Haus, als er 10 Jahre alt war. Maria fotografierte Hans vor dem Haus, als sie 10 Jahre alt war. Maria fotografierte Hans vor dem Haus, als es 10 Jahre alt war. Es ist immer klar, worauf wir uns beziehen, weil eben Maria, Hans und das Haus unterschiedlichen Genera angehören. Ähnlich auch in der Krug fiel in die Schale, aber er zersprang nicht. Das muss der Krug sein. Der Krug fiel in die Schale, aber sie zersprang nicht. Das muss die Schale sein. Ja. In Sprachen, die kein Genus haben oder weniger Genus haben, wie das Englische etwa, entstehen hier ambige Strukturen. The jug fell into the bowl, but it did not break. Da ist es unklar, worauf sich das it hier bezieht. Wir müssten das ausbuchstabieren mit the jug oder the bowl etwa. Ja. Diese Indices hier sollen natürlich anzeigen, auf was sich jeweils ein Ausdruck bezieht. Diese Funktion des Referenztracking kann vor allem dann erfüllt werden, wenn es möglichst viele Genera gibt. Also Bantusprachen sollten da besonders gut drin sein, weil sie eben sehr viele Genera haben. Und auch dann, wenn die Genera eines Sachbereichs, über den man typischerweise spricht, möglichst verschieden sind. Und Zubin und Köpke haben tatsächlich versucht, das nachzuweisen für das Genus von Küchengeräten etwa. Sie sagen, dass es nicht zufällig ist, dass wir hier Genusverschiedenheit haben, wie der Löffel, die Gabel, das Messer, weil man da besser mit Pronomina auf unterschiedliche Entitäten im Diskurs sich beziehen kann. Das ist eine funktionale Erklärung. Also das Genus erlaubt es einer Sprache eine wichtige Funktion, nämlich Referenztracking, besser zu erfüllen. Die Kosten von diesem System sind natürlich, dass die Genuszugehörigkeit von Nomina erlernt werden muss. Ja?
Das kann zwar erleichtert werden durch bestimmte semantische Regeln, morphologische Regeln, phonologische Regeln, wie wir gesehen haben, aber es stellt doch eine durchaus komplexe Aufgabe dar. Vor allem, wenn man eine Sprache nicht als Kind, als Muttersprache, sondern erst als Zweitsprache erlernt. Und deswegen wahrscheinlich finden wir, dass in Sprachen, die von vielen Zweitsprachlern gesprochen werden, oft das Genussystem abgebaut wird oder vereinfacht wird. Das ist der Fall etwa im Englischen gewesen, wo das Genus von nicht belebten Nomina weitgehend abgebaut worden ist. Also man bezieht sich auf fast alles, was nicht belebt ist, mit it. Mit kleinen Ausnahmen, Schiffe kann man noch mit she und so weiter bezeichnen. In romanischen Sprachen fand eine Reduktion des Genussystems von den drei Genera des Lateinischen auf die zwei Genera in den meisten heute gesprochenen romanischen Sprachen statt. Im Persischen fand das ebenfalls statt. Eine völlige Aufgabe des Genus Persisch war eine Sprache, die von sehr vielen Völkern in verschiedenen Reichen gesprochen worden ist. Und bei Sprachmischungen allgemein finden wir eben, dass Genussysteme sich vereinfachen. So viel also zum Thema des Genus in Sprachen. Wir haben gesehen, dass wenn man vom Deutschen ausgehend sich anschaut, wie Sprachen diese Distinktionsmöglichkeit zwischen verschiedenen Nomina allgemein ausdrücken, dass wir da sehr verschiedene Lösungsstrategien finden. Die Hälfte der Sprachen etwa haben gar kein Genus und wenn Sprachen Genera haben, können es ganz unterschiedliche Zahlen von Genera sein. Und die semantischen Kriterien, auf die Genussysteme basieren und dann auch die phonologischen Kriterien können sehr verschieden sein. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.